Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute gerne meinen 42070 Abschlepptruck in meiner umgebauten Version vorstellen. Im letzten Video habe ich euch das Ding einfach schon mal quer durchs Bild gefahren. Jetzt gibt es das Teil nochmal aus der Nahansicht. Die Originalmaße sind bekannt, meiner ist etwas gewachsen, und zwar auf stolze 70 cm mit Frontwerkzeug und den Stützen hier hinten dran. Im zusammengeklappten Zustand haben wir noch 34 cm. In der Breite selber habe ich nichts gemacht. Hält man mal kurz an. Stolze 4 Kilo ist das Ding schwer. Von hinten kann man hübscher machen. Mir hat es gereicht. Hier unten seht ihr schon, ich habe an dem ganzen Rahmen etwas geändert. Diese Portalachsen, die die Originaljungs hier eingebaut haben, waren leider zu instabil. Wenn das ganze Ding hier ausgeklappt wird, kippt er zur Seite. Deswegen habe ich das Ganze mit Rahmen ersetzt. Von hinten sieht es dann so aus. Ansonsten Allradgetrieben ist er immer noch. Wie ihr seht, Tür geht auf und zu. Drei Motoren sitzen hier hinten drauf. Jeweils diese zwei Infrarotempfänger. Ich benutze noch die alte Technik. Die neuere kommt irgendwann. Batteriebox angeschaltet habe ich es bereits. Hier oben im zusammengeklappten Zustand das Gelenk mit zwei von den Teilen, Driver, das, ein Infrarotempfänger für vorne sitzt hier und der zweite dann an derselben Stelle auf der anderen Seite. So, und das Frontwerkzeug einmal so rum und ich sehe nichts, einmal von unten. Hier ist der Antriebsstrang, das kennt ihr. Und ansonsten habe ich hier noch eins, zwei Achsen zu den neu eingesetzten Motoren geführt, die vorne das Frontwerkzeug ansteuern. Die stecken hier unten irgendwo drin, aber das ist jetzt einfach zugebaut. Dort seht ihr es ein bisschen zwischen Radkasten und Rad. So, lassen wir das Geschoss jetzt einfach mal so stehen. Zeige ich euch einfach mal die Funktionen. Ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Ich habe es nicht beschriftet. Machen wir gleich nochmal. Horn ist klar. Lenken hat sich auch nichts dran geändert. Ist auch noch das Originale. Funktion Nummer 2. Wenn man richtig rumdreht, kommen die Stützen raus. Ich fand das hübscher, wenn die alle beide auf derselben Seite rausgehen. Deswegen habe ich das hier hinten einfach rumgedreht. Ansonsten die Konstruktion hier vorne ist exakt dieselbe wie hier hinten. Das ist einfach nur rüber kopiert. Hochklappen dauert, aber es funktioniert. Batteriebox und die Motoren hier hinten drauf gelten gleichzeitig als Gegengewicht. Damit war das ganze Spiel hier ein bisschen einfacher. Der ursprüngliche Arm war etwas länger, aber das Ding ist so schwer, wenn man es komplett aufbaut, dass einfach die Teile das dann keine Chance. Ich habe es einfach nicht. Also so rum, seht ihr es besser. Zack. Da. Wie gesagt, das Gewicht ist hier das größte Problem als die Funktion an sich. Mehr geht nicht. Das heißt, maximale Greifhöhe sind wir jetzt irgendwo bei 30 cm. Das ganze Ding selber ist jetzt bei 50 cm Höhe. Und der Ausleger vom Rad ab 33 cm. Also von hier bis da. Ansonsten, wie im vorherigen Video schon gesehen, greifen kann oft. Je nachdem, wie rum es liegt, kann man da auch was drehen. Greifen wieder zu. Auch da lässt sich drehen. Klappt man den Spaß wieder ein. Das reicht. Man schafft das leider nie. Und dann lässt sich das, wenn man hier den Infrarotempfänger zuhängt, auch wieder reindrehen. So. Kollege wieder runter. So sieht das ganze Spielchen aus. Stützen können wir auch wieder einklappen. Und dann könnte man theoretisch wegfahren. So, was ich euch noch zeigen muss und will. Hier unten drinnen, die Umschaltung ist original geblieben. Ich habe nur den ganzen Rassel rausgeschmissen, der für das andere Zeug gebraucht wurde, aber jetzt nicht mehr da ist. Sprich, die ganze Ansteuerung von dem Arm, der hier hinten drauf war. Die Umschaltung ist jetzt, beziehungsweise anders ausgedrückt, alles was hier unten noch drinnen steckt, ist fahren, lenken.
Drehen wird von hier unten gesteuert und die Stützen. Die anderen Funktionen sind alles von hier oben drin. Die Umschaltung ist entweder Stützen oder Drehen. Oder wenn ich hier umschalten würde, ich nehme es jetzt schon mal raus. Ich habe hier ein kleines Problem gefunden, was ich leider nicht beheben könnte, außer ich verklemme das ein kleines bisschen. Durch diese Übersetzung mit diesem Liftarm, der hier unten drin ist, schafft es leider das ganze System, das Ding nicht komplett einzufahren. Es fehlt ein Millimeter. Wenn ich jetzt anfange zu drehen, rutscht das drüber. Deswegen müsste ich hier eigentlich die ganze Zeit noch ein kleines bisschen weiter drehen, damit das hier unten drin bleibt und die Drehfunktion ist. Deswegen habe ich hier so ein kleines Teil einbauen müssen, dann funktioniert es. Jetzt habe ich es auch umgeschaltet. Und zwar auf den Kollegen hier vorne, wie gesagt, das habt ihr ja auch im Video schon gesehen. Das Ding lässt sich einmal links und rechts bewegen hier vorne. Und auch hoch und runter. Sehen, ob ich das euch so nochmal zeigen kann. Ne. So sieht er aus. Also wie gesagt, hoch und runter ist das hier. Und rüber und über ist das. Ihr seht uns schon. Ich gucke hier spiegelverkehrt, deswegen muss ich immer ein bisschen zielen. Hier oben ist dann die... Da so. Das ist eine ganz einfache Mechanik, um das zur Seite zu bewegen. Genau. Und naja gut, und hier oben Licht. Aber das ist eher Spaß an der Freude. Ah, ich glaube, die Seite habt ihr noch nie gesehen. Hier unten. Hoch und runter sind über zwei von den Kollegen hier. Genau. Ups. So sieht er aus. 4,5 Kilo, wie gesagt, ist er schwer. 4,5 ungefähr, je nachdem, warum man das jetzt hier auch mit Batterien bestückt oder eben auch nicht, wenn man es bloß hinstellt. Ansonsten habe ich alles komplett gelassen. Der Teddy sitzt jetzt hier vorne drauf. Genau. Mein nächstes Modell stelle ich auch vor, sobald ich es irgendwann mal fertig habe. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.